Wir bewegen uns mit großen Schritten auf das Ende von Drachental zu. Was habe ich? Klar. Was tue ich haben? Du hast einen leeren Krug, ein Stück Seife, ein Stein, ein Diamanten. Okay. Ich trau mich mal. Ich gehe nach Osten. Du bist direkt vor dem Drachen. Du siehst nichts Besonderes. Im Norden. Du bist in einer kleinen Höhle. Du siehst einen Kessel. Kessel. Okay. Ein Kessel mit Wasser, das ist wichtig. Ich glaube, den muss ich über den Drachen schütten. Süden. Wirf. Kessel. Okay. Das war es, glaube ich, nicht. Nimm Kessel. Der Zwerg kommt gerade an. Okay, du stehst genau auf dem Drachenzwerg. Frage Zwerg, was meinst du? Im Augenblick kann er dir nicht helfen. Ja, toll. Das ist ein Job, Zwerg. Gib Kessel. Ja, der immer durstige Drache säuft das Wasser in einem Zug aus und zermalmt den Kessel. Der Drache hüllt dich in ein flammendes Inferno. Du hast 75% des Abenteuers gelöst. Möchtest du es noch einmal versuchen? Ach, der hat mich jetzt getötet. Okay, warum das? Doch bestimmt irgendwas machen. Ja. Hey, da wollte ich nicht hin. Osten, Osten, Norden. So, ich nehme wieder den Kessel. Löst sich im Wasser auf. Oh! Da siehst du. Vielleicht noch irgendwas reinwerfen. Wirf Diamant in Kessel. Okay. Hat das jetzt was gebracht oder nicht? Schau. Schau. Einfach mal schau. Nee, der hat jetzt einfach den Diamanten irgendwo hingeworfen. Nimm Diamant. Okay. Liste. Macht noch irgendwas Sinn, da rein zu tun? Nee, ich versuche das jetzt mal so. Okay. Gib Kessel. Immer durstige Drache säuft das Wasser in einem Zug aus und zermalmt den Kessel. Der Drache will erneut Feuer speien, aber es kommen nur noch Seifenblasen. Ausrufezeichen. Der Drache ist für immer besiegt. Du kannst nun beruhigt zu deiner Prinzessin heimkehren. Ja, super. Niemand hilft dir. Ja, super.
Ja, 85% des Abenteuers gelöst. Ich glaube, das Einzigste, nicht nur Einzige, was ich noch machen muss, ist zurück zum Schloss zu kehren. Zwerg kommt gerade an. Und da dann die Uschi knallen. Und ja. Norden. Jetzt nicht auf die letzten Meter noch hier krepieren. Norden. Letztes Mal Norden und dann dürften wir es haben. Bist im Thronsaal. Die junge Dame von 180 Pfund erwartet dich in ihrem Hochzeitskleid. So sieht sie nicht aus. Das. Willst du sie zur Frau nehmen? Ja, selbstverständlich. Ja. Ja. Klar, der König erwartet ein Hochzeitsgeschenk. Gib Diamant. Ja, wenn schon, denn schon. Und sie lebten glücklich bis an das Ende ihrer Tage. Du hast 90% des Abenteuers gelöst. Möchtest du es noch einmal versuchen? Nein. Aber man sieht, das war Drachental, ein ganz lustiges, ich glaube, eher unbekanntes Spiel für einen C64. Es ist halt ganz kurzweilig, hat für mich zumindest einen sehr hohen Nostalgiefaktor, weil es mit der allerersten Computerspiele damals für einen C64 zu Hause war, die ich selber gespielt habe. Ja, und wenn man so ungefähr weiß, was man tut, kommt man eigentlich schnell durch. Ich habe mich jetzt auch nur viermal oder so in eine Sackgasse manövriert, weil die gibt es viele in dem Spiel. Und ja, ansonsten will ich meiner Familie danken, die das ermöglicht haben, dass ich heute hier Drachental durchspielen kann für euch und natürlich meinem Schatzepoo und meinen drei Katzen. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis von 90%. Und meiner fetten Uschi hier. Amazing, truly amazing. I'm not even kidding.